ZSL 1 CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Und herzlich willkommen, liebe ZSC1-Fans. Wir wünschen ganz ein tolles 2016 und hoffen natürlich, dass das Jahr so erfolgreich weitergeht, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Spitzenkampf im ausverkauften Hallenstadion ZSC Lions gegen den HC Davos. Wir fragen uns, wie spannend das Bündner sind. Wir werden es sehen in den nächsten zwei Stunden. ZSC HCD jetzt. Die Spielminute, ZSC Lions geht 1-0 in Führung. Jan Neuschwander trifft hoch für die ZSC Lions, einen Druck und einen Haufen gute Chancen vergeben. Aber jetzt sind sie auf gutem Weg. Die Hälfte vom ersten Drittel ist gespielt, 1-0 für Zürich. Minuten im ersten Drittel. Der Fabrice Herzog erhöht völlig verdient auf 2-0. Also einer von den Verletzten, der heute wieder mit dabei ist, trifft er gerade. Und das Resultat geht absolut in Ordnung. 2,5 Minuten vor Drittelsende führen ZSC Lions 2-0. Die 32. Spielminute. ZSC Lions geht 3-0 in Führung. Und wieder trifft der Spieler mit der Nummer 40 auf dem Rücken. Jan Neuschwander, Doppeltorschütze heute Abend, neuer Spielstand zur Spielhälfte, ZSC 1-3, Davos 0. Gerade mal 20 Sekunden sind gespielt im nächsten Drittel. Die Entscheidung ist gefallen. Ryan Shannon trifft aus unmöglichem Winkel zum 4-0. Ein Drittel gilt noch zu spielen, aber die Davoser werden immer müder und der ZSC ist im Schuss. Neuer Spielstand, ZSC Lions 4, HC Davos 0. Und Neuschwander, ein Interviewmarathon, den du dahinter hast. Kein Wunder, Doppeltorschütze jetzt Abend. Ich nehme an, es ist alles perfekt aufgegangen für dich persönlich. Ja, ich bin gut in das neue Jahr gestartet, denke ich. Heute sind sie halt reingefallen, manchmal fallen sie nicht rein. Und ja, es macht mich überglücklich natürlich, dass wir den Sieg holen gegen Davos heute. Man fragt sich schon, was du gegessen hast oder sonst gemacht hast über den Festtag, dass du dermassen auftreten hast jetzt Abend. Ja, vielleicht den Kopf gelüftet, vielleicht Zeit mit der Familie verbracht und das hat mir schon ein bisschen Schub gegeben. Habt ihr gar nicht trainiert oder sehr reduziert? Wie läuft das so bei der ZSC Lions über die Tage? Nein, wir haben sicher ein paar Tage frei, 3-4 und nachher sind wir wieder zurück in den Hosen und ja, trainieren für die Spiele jetzt. Ihr habt den Schweizer Meister 4-0 geschlagen, diskussionslos. Hast du das Gefühl, es war vor allem, weil Davos vielleicht gleich ein bisschen müde im Bein hatte oder sind ihr einfach so gut drauf gewesen heute Abend? Ja, ich denke, beides. Sie waren sicher geschwächt und ein bisschen müde. Aber wir haben eigentlich gut gespielt. Über vier Linien durch haben wir eigentlich können Tempo machen und Chancen kreieren. Und das hat uns sicher geholfen. Gibt es noch irgendetwas, das wir verbessern müssen? Weil so wie man jetzt das Gefühl hat, wäre eigentlich schon parat für die Playoffs. Die könnten eigentlich kommen. Ja, wir können sicher noch ein bisschen härter spielen und in der Defensivzone noch weniger Chancen zulassen. Chris Foucault, congrats for that victory. It seems it was a very, yeah, there was no problem for you. Yeah, I think, you know, Davos, they played obviously in the Spangler Cup there. They might be a little bit tired. I know they played a lot of games, but going into their building tomorrow is be a different story. You also joined the Team Canada in the Spangler Cup. You didn't play, but you were with the team. What can you tell us about that experience? It was a great experience. Yeah, I didn't play, but it was an honor to be a part of the team, part of Team Canada. And you know, we won the tournament, which made it awesome. I got to cheer along the boys and be there firsthand. And you had to come back for one game. Yeah, one game back in GCK, but we ended up beating Winterthur, so that was a big win for us, trying to get into the playoffs, so it was special to come back and play in that game.
How is it for you, the change, ZSC Lions, GCK Lions? Does it change anything about your attitude to come back, go there? I think no matter what happens, you got to work hard, and that's what I focus on every day. And going either place, they're both great coaches, both great it's a great organization together, so it's pretty easy to transition back and forth. But your aim could be staying for the ZSC Lions in the future? I'd like to. We don't know what happens, but whatever happens, happens. It's been great so far, so I'd like to keep it rolling.